Naturreservat Las Coschibia entstand im Jahr 2001 und ist ein rund 280 Hektar zählendes Gebiet herrlicher Bergwälder und Wiesen, die im Ortsteil Harbutowice liegen. Im Ökosystem dieser Wälder findet man über 40 naturgeschützte Pflanzenarten. Der dichte Buchen- und Fichtenwald, der die Hänge des Berges Babica ziert, das Plätschern der kleinen Flüsse und die herrlichen Landschaftsbilder ziehen viele Touristen an. Das einmalige Klima und die saubere Luft machen Sucovice zu einem Traum für alle Wanderfreunde. Das Reservat Las Coschibia gehört zu den größten Naturschutzgebieten in der Wojewodschaft Małopolska. Der See in Sucovice wurde im Jahr 2012 zur Nutzung übergeben. Es handelt sich hierbei um ein künstlich angelegtes Wasserbecken mit einem Steg und Plätzen für Angler. Umgeben ist es von Fußwegen. Gleich neben dem See befindet sich ein kleines Amphitheater. Es gibt Grillplätze und ein interessantes Angebot im Gaststättengewerbe. Der See in Sucovice wurde sehr schnell der bevorzugte Sommererholungsort der Einwohner unserer Gemeinde. Daneben bietet er aber auch gute Möglichkeiten für den Sport. 2013 fand hier erstmals der sogenannte Aquathlon statt, eine Kombination aus Schwimmen und Laufen. Organisiert wurde diese Veranstaltung vom Sportclub Delfin Sucovice und erfreute sich großen Interesses. Zugelassen waren alle, von den jüngsten Sportfreunden bis hin zu erfahrenen Veteranen. Das gesamte Jahr 2013 dauerten die Arbeiten am Bau des ersten im Gemeindegebiet gelegenen Skihanges mit Sessellift an. Die beleuchtete Skistrecke ist 760 Meter lang und die für 4 Personen vorgesehenen Sessel können pro Stunde 2400 Skifreunde nach oben befördern. Geplant sind eine weitere Strecke sowie Schlepplifte für Kinder und Erwachsene. Auf diese Weise soll ein echter Snowpark entstehen. Skifans finden hier sichere, schneereiche Skitrassen mit einer Breite zwischen 50 und 80 Metern. In unmittelbarer Nähe gibt es ein Verleih für Skiausrüstung, einen terrassenförmigen Parkplatz, über dem sich ein hölzernes, zum Teil verglastes Restaurant befindet. Ein interessantes Angebot für Skifreunde aus Krakau, die nicht einmal 30 Minuten brauchen, um hierher zu gelangen. Die Freunde des Reitsports kommen auch nicht zu kurz, denn auf diese wartet das Gestüt Pod Topolą in Sucovice. Die erste Holzkirche in Sucovice stand bereits im 12. Jahrhundert, zu Zeiten des Königs Bolesław Stydliwy. Das heutige Gebäude entstand in den Jahren 1936 bis 1964. Die über Sucovice thronende Herz-Jesu-Kirche wurde im neuromanischen Stil errichtet, nach dem Vorbild der frühchristlichen Basilika. Etwas älter, nämlich aus dem 17. Jahrhundert, ist die kleine Sophienkirche. Die Kirche in Harbutowice stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sehr viel älter hingegen ist das großartige Bild der Gottesmutter mit dem Kinde aus dem 17. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts war der Ruhm der Kirche in Harbutowice wegen seines Bildes der Gottesmutter so groß, dass in den Kirchenchroniken nachgelesen werden kann: Seine durch Harbutowice reisende kaiserliche Hoheit Erzherzog Rainer verlangte, unserer Kirche einen Besuch abzustatten. Auf dem Gebirgspass, der Sucovice mit Suha Beskidzka verbindet, steht das Denkmal aus dem 19. Jahrhundert, das an die Entstehung des Traktes erinnert. Der Las Grobe, Wald der Gräber in Harbutowice, ist der Ruheort für 300 Soldaten der Konföderation von Bar, die während der Kämpfe mit der Armee General Suworows fielen. Dort entlang verläuft auch der blaue Wanderweg, der ins nahegelegene Lanskorona führt. Die Kapelle in Rudnik wurde von einem gewissen Grabowski, einem Bürger aus Rudnik, im Jahr 1876 gestiftet. Eigenständige Pfarrei gründete hier 1966 Bischof Karol Wojtyła. Einmal im Jahr, Mitte September, wird in der fast 200 Jahre alten Kapelle na Oblasku eine Messe zelebriert.
In der Kirche von Jertowice befinden sich Reliquien Johannes Pauls II. Die Pfarrei in Krzywaczka wurde 1452 ins Leben gerufen. Die Dreifaltigkeitskirche stammt aus dem 20. Jahrhundert. Hierin befindet sich ein Marien aus dem 15. Jahrhundert. Sehenswert ist ebenfalls die 1887 errichtete Kapelle derer von Schmidt auf dem hiesigen Friedhof. Der Gutshof in Krzywaczka wurde 1820 von Graf Kryspin Żeleński von Czołek errichtet. Der jetzige Besitzer arbeitet daran, diesem Hof wieder seinen alten Glanz zu verleihen. Touristen, welche die Gemeinde besuchen, können zahlreiche Naturdenkmäler bewundern. In Sukowice befindet sich die mächtige Eiche Jan. Oben in den Bergen von Harbutowice stoßen Wanderer auf eine mindestens 700 Jahre alte Eibe, die nach Marian Raciborski benannt wurde. Ziel vieler Ausflüge ist auch der Diabelski Kamień, Teufelsstein, in Rudnik.